Im heutigen Unboxing-Video schauen wir uns den Film First Man – Aufbruch zum Mond im französischen Steelbook an. Ja, hallo Film- und Sammlerfreunde, herzlich willkommen zum heutigen Unboxing-Video. Ich habe es ja gestern schon angekündigt, heute ein frisches Steelbook-Unboxing-Video. Und zwar geht es heute um den Film First Man, bei uns auch bekannt als Aufbruch zum Mond, mit Ryan Gosling in der Hauptrolle. Und heute gibt es das französische Steelbook. Bevor wir uns das jetzt anschauen, nochmal ein bisschen Freundlichkeit an Amazon Frankreich. Ihr seht es ja hier schon vor mir, das Steelbook kam in diesem, in diesem schönen Pappumschlag, wie man es halt schon kennt. Und ich sehe es schon durch die Folie, ich habe es schon abgetastet, das Steelbook wird eine Beschädigung haben. Ich packe die Folie jetzt aus und dann schauen wir uns mal an, wie das Steelbook aussieht und was es an Beschädigungen haben wird. So, Folie ist ab. Die Wut habe ich schon ein bisschen rausgelassen. Aber kümmern wir uns jetzt erstmal um das Steelbook. Das Steelbook ist bis jetzt das einzige dieser Art, das mit diesem Cover Artwork daherkommt. Alles andere, was ich bisher gesehen habe, ist dieses Worldwide Artwork, das es auch in Deutschland geben wird. Das hier gefällt mir wesentlich besser als Covermotiv. Wir haben hier Ryan Gosling ganz groß vorne drauf. Ist nicht geprägt, aber so ein bisschen glänzend und Fingerabdruck anfällig. Man sieht es ja hier schon hier auf dem Spine, wenn man ihn richtig rumhält. Haben wir dann hier nochmal den First Man, den Titel. Und hier hinten, das heißt wahrscheinlich Aufbruch zum Mond in Französisch. Und auf der Rückseite, das hier ist halt dieses Motiv, was dieses Worldwide Artwork, Steelbook, dann auf der Front hat. Das gefällt mir eigentlich gar nicht so. Nichtsdestotrotz ist das hier der Anfang einiger First Man Blu-ray und 4K-Editionen, die bei mir in die Sammlung wandern werden, denn obwohl ich den Film nicht gesehen habe, und das mag jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen bescheuert klingen, habe ich mir schon einige Editionen vorbestellt. Erstens, weil Ryan Gosling aus der aktuellen Generation eigentlich mein Lieblingsschauspieler geworden ist über einige Jahre hinweg. Und ich natürlich auch von Drive, La La Land und Blade Runner 2049 sehr viele Filmeditionen in der Sammlung habe. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Menschen, deren Filmgeschmack ich vertraue und die diesen Film über alles gelobt haben. Der Film liegt hier vor in 4K Ultra HD und Blu-ray. Deutscher Ton dürfte nicht enthalten sein. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal von innen anschauen, dann sehen wir hier die 4K Ultra HD Disc und die Blu-ray und den Innendruck. Dementsprechend gefällt mir das Steelbook an sich ganz gut und ich hätte wahrscheinlich auch nicht viel zu meckern gehabt, aber wie anfangs schon gesagt, Amazon Frankreich ist da nicht nur genauso lernresistent wie Amazon.de, nee, das Ganze kommt auch noch aus Frankreich nach Deutschland in diesem dummen Pappumschlag und man kann es jetzt hier auch direkt zeigen, direkt einmal hier komplett eingedrückt. Von beiden Seiten. Geht natürlich zurück. Beziehungsweise ich hoffe mal für die, dass die mir einfach ein neues schicken, ohne dass ich den Mist zurückschicken muss. Ich finde es einfach traurig. Das Ding hat jetzt ursprünglich 30 Euro gekostet. Plus Versand wurde jetzt nach Release nochmal um 5 Euro reduziert auf 24,99. Ich weiß es nicht, wie es im nicht-europäischen Raum aussieht. Ob es da auch nochmal ein Steelbook mit diesem Motiv gibt. Bis jetzt ist mir da nichts bekannt. Frankreich, wie gesagt, das einzige bisher mit diesem Motiv. Alles andere kommt dann auch im Fullslip und Tralala, wie man es halt kennt, mit anderen Motiven. Zum Beispiel mit dem Motiv hier von der Disc. Das werdet ihr dann auf meinem Unboxing-Kanal hier auf Stanleys Filmzimmer zu sehen bekommen. Wenn ihr ein Abo dalasst und die Glocke aktiviert, denn dann verpasst ihr kein Video. Und bevor wir zum Ende kommen, jetzt nochmal der Hinweis auf mein gestriges Video, den ich jetzt hier oben mal irgendwo einblenden werde. Falls ihr YouTuber seid, falls ihr auch einfach nur hobbymäßig Videos auf YouTube hochladet, schaut euch das Video mal an über die neuen YouTube Community Richtlinien bzw. das neue Verwarnsystem, das ab morgen eingeführt wird, damit euch da auch keiner ans Bein pinkeln kann.
Ansonsten soll es das jetzt gewesen sein. Wer den Film im Kino gesehen hat, darf gern mal spoilerfrei in die Kommentare schreiben, wie er den Film fand. Ich habe mir das Ganze auch noch auf iTunes vorgemerkt in 4K. Da ist es wesentlich billiger, als wenn ich mir da jetzt die deutsche Disc nochmal kaufen würde. Jo, ansonsten würde ich sagen, beende ich jetzt das Video. Beschwer mich mal bei Amazon und bereite noch ein paar Videos für nächste Woche vor. Spätestens dann sehen wir uns wieder, hoffe ich doch. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Macht's gut, meine Freunde. Ciao, ciao.